Herzlich willkommen zurück zu Action Cult mit einer neuen Episode, die vielleicht gar keine neue Episode ist, denn die wurde eigentlich bereits im August oder September dieses Jahres eingesprochen für noch einen ganz anderen Podcast. Und es wäre doch wirklich schade, dieses wunderbare Stück jetzt nicht zu gebrauchen und euren Ohren vorzuenthalten. Deswegen viel Vergnügen mit einer alten Episode vom Fratzengeballer Podcast, die sonst noch niemand gehört hat. Herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für alle da draußen, die die Straßen von San Francisco genauso lieben wie wir. Heute bei mir zu Gast ist der Bruce Willis des deutschsprachigen Filmpodcasts, der Nachtwächter Markus von Bullet und Fist. Hallo Markus. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Beep. Ich hoffe, es geht dir wunderprächtig da im deutschen Lande. Aber wunderbar. Mit Blick auf die herrlichen Berge hinter dir, da frohlockt mein Herz. So schöne Natur, das habe ich hier bei mir nicht. Wie geht's euch in den Kolonien? Wunderbar. Wir hatten ein tolles Wochenende. Ich habe mit den Jungs von CineSwiss einen riesen Podcast aufgenommen zu James Bond. Das werdet ihr wohl erst schon gehört haben, denn es ist wohl schon 2 Monate alt, wenn diese Episode mal rauskommt. Aber hey, who cares? Mir geht's wunderbar. Bin super glücklich und habe jetzt sau Freude daran, mit dir einen Film zu besprechen, der eigentlich komplett vergessen war. Und das finde ich super geil. Aber zuvor habe ich natürlich in bester Sergei Bjakov-Manier ein Filmquiz für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Ich habe heute Morgen die komplette IMDb auswendig gelernt. Ich bin mal gespannt. Ich weiß ja, was mich erwartet, wenn ich hier zu euch komme. Also hier geht's ja rund. Das ist ja nicht so eine steife Veranstaltung wie bei meinem eigenen Podcast, deswegen. Richtig, so etwa ist es. Wie gesagt, das Filmquiz, ich werde die Frage stellen und gelöst wird sie dann gegen Ende der Folge, also nicht gleich Namen reinplaudern, aber du bist ja schon ein Profi bei uns. Aber also, vielleicht weiß ich es ja auch gar nicht. Es ist nur ein kleiner Satz oder 2 Sätze. Okay. Ich habe da so ein Jucken da unten. Hätten Sie die Güte? Oder auf Englisch, I've got a little itch down there. Would you mind? Eine Ahnung hast du ganz ja, sicher. Ja, ich habe jetzt selber so ein Jucken, aber ich finde nicht die Stelle, wo ich kratzen muss. Ah, das ist schlimm. Ich werde nachher noch einen Tipp brauchen, glaube ich. Aber ich kratze jetzt gerade mal. Ja, ich das ist gut. Das ist, wenn du es schon nicht in den ersten 10 Sekunden löst, dann bin ich schon mal glücklich und habe ich doch was rausgesucht, was dir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Das ist schon Ehre genug. Über was sprechen wir denn heute, mein Freund? Wir reden heute über Eddie Murphys verzweifelten Versuch, als ernstzunehmender Actiondarsteller wahrgenommen zu werden. Mit Namen Metro. Oder, warte mal, Eddie Murphys verzweifelten Versuch, wieder als Actiondarsteller wahrgenommen zu werden? Da müsste man jetzt wieder diskutieren. Ja, er hatte ja vorher schon durchaus Erfolg mit Action angereicherten Filmen, aber würdest du wieder nur 48 Stunden und Beverly Hills Cop als reine Actionfilme betrachten? Das sind Star-Vehikel, die eigentlich auf sein Maschinengewehr-Maul zugeschnitten sind und ja, hier und da ein paar, dank der Regisseure, Walter Hill oder auch Tony Scott beim zweiten, auch das Actionherz so ein bisschen bedienen, aber ich sehe die Filme eigentlich immer eher als, ja, Komödien mit Action-Einschlag oder von mir aus noch Action-Komödien, aber gerade der erste Beverly Hills Cop ist ja wirklich mehr eine Krimi-Komödie und hält sich ja dahingehend zurück. Ist nicht schon mal ein Klassiker. Für mich ist Beverly Hills Cop 1 ist für mich ein Klassiker des Action-Kinos, in meinem Kopf zumindest. Ja, ich habe den 2er erst ein paar Jahre später mal gesehen, also auch erst vor etwa 10 Jahren plus oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und fand den massiv eckiger, kantiger, härter auch. Und über Teil 3 müssen wir kein Wort verlieren. Ja. Aber Teil 3 hat auch was. Weißt du, was er hat? In Wonderland, ich werde diese Musik nie vergessen. Ja, da ist ja einiges. Du musst ja immer unter
noch hinzuziehen, damals 84, als Beverly Hills Cop kam, war Eddie Murphy ja noch als der politisch korrekt inkorrekte Schwarze, der ja auf der Bühne wirklich alles und jeden beleidigt hat, und das hat sich da noch noch deutlich mehr gezeigt. Erst dann danach wurde er immer zahmer, zurückhaltender, A, älter, B, natürlich ein größeres Publikum anzusprechen. Bei Beverly Hills Cop 2 haben sie ja die Gewalt immens zurückgefahren, da würde ich einiges dafür geben, mal den originären Schnitt von Tony Scott zu sehen, wo ja deutlich mehr passiert. Die Fragmente sieht man ja heute noch im zweiten Teil. Mhm. Und bei der anderen großen Reihe, nur 48 Stunden, gerade beim ersten 82, da hat man ja wirklich seine Bühnenpräsenz in den Film geholt, was da noch mit Schimpfwörtern um sich geworfen wird, das hat er ja später nicht mehr erfahren. Ja, und traurig irgendwie, das Teil 2, also Another 48 Hours, ich habe den vor einem halben Jahr mal wieder gesehen und ich hatte den ein bisschen besser in Erinnerung, als er schlussendlich war. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir war es ja auch so, ich hatte damals und wieder 48 Stunden bei Erscheinen damals als 12-Jähriger gesehen und auch vor dem ersten. Und ich fand den damals mega, also ich war ja noch beeinflussbar, beeindruckbar, ja. Dieses ganze Geballer, dieser Bus, der sich 17 Mal überschlagen hat und zu dem Zeitpunkt diesen Rekord der meisten Überschläge auch gehalten hatte. Oh, es ist auch geil. Die Endschießerei in diesem Club, ich meine, was da an Glas zu Bruch geht. Ja. Ich war noch deutlich beeindruckt, und es wurde auch viel geschossen. Ich fand damals auch die Schusswaffengeräusche, die waren so einzigartig in diesem Film. Ja, wenn Andrew Diffoff als Rocker mit seiner modifizierten Desert Eagle da rumgeballert hat, der hatte so einen saugeilen Klang gehabt, den ich als kleiner Bub dann beim Hechten durchs eigene Wohnzimmer immer versucht habe nachzuäffen. Ja, ich bin das Paradebeispiel eines kleinen Kindernerds, der zu viel Gewalt gesehen hat. Ich aber auch. Ich bin trotzdem ein produktives Mitglied der Gesellschaft geworden. Und dann habe ich dann den ersten hinten drauf geguckt, bei dem ich ja dann auch gemerkt habe, dass die Action deutlich reduzierter war, aber dass der Eddie Murphy, der da präsentiert war, deutlich eckiger und kantiger gewesen, wilder war. Und Beverly Hills Cop dazwischen, jetzt sind wir wild rumgesprungen, der markiert ja wirklich den Knackpunkt. Auf der einen Seite haut er auch im Dauerfeuer Sprüche raus gegen alles und jeden, aber mit deutlich weniger Schimpfwörtern, aber um eine größere Masse anzuziehen. Dann ist es aber Simpson Bruckheimer, die dann halt ordentlich Budenzauber reinholen. Die Verfolgungsjagd zu Beginn mit dem LKW ist ja heute noch top, was da an Sachen kaputt gefahren wird. Aber um jetzt wieder auf den Action-Modus zurückzukommen, passiert ja sonst nicht sonderlich viel. Der Anfang und das 20-minütige, ziemlich coole Ballerende, aber dazwischen ist ja nichts. Dazwischen ist es halt Eddie Murphy. Und beim Metro sieht es ja dann doch ein bisschen, actiontechnisch ein bisschen anders aus, aber Eddie Murphy ist immer noch das Zentrum des Films. Ja, und da muss man jetzt auch noch betrachten, Eddie Murphy ist ein Komiker, das ist ein Comedian. Und seine Filmauswahl in den 90er Jahren war schon, also ab Mitte der 90er war schon ziemlich, für mich als junger Teenager, das waren schon Dinge drunter, die wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr sehen. Den Nutty Professor wollte ich nicht sehen. Dr. Doolittle habe ich mal gesehen, aber wollte ich nicht sehen. Bowfinger wollte ich nicht sehen. All diese Dinger damals, die einfach so, diese netten Familienkomödien irgendwie, die irgendwie so doof waren. Das ist für mich irgendwie. Dann geht's dir halt wie mir. Ich habe halt auch, bin mit Eddie Murphy aus Beverly Hills Cop auf der Suche nach dem goldenen Kind groß geworden. Der war für mich ein Action-Typ. Und als er dann endlich Ende der 80er dann nur noch diese Komödien gedreht hatte, saß ich da, warum drehst du nicht mehr die Filme, die ich sehen will? Richtig, richtig. Und ich konnte auch mit Coming to America nie so wirklich was anfangen. Ja. Ich habe den ersten Mal gesehen, keine Ahnung, was ich ihm für Note gab. Jetzt gab es noch einen zweiten auf Prime, noch nicht gesehen. Ja. Das Schweizer Problem. Ne? Ja, ich könnte ihn aber sehen, aber ich mach's nicht. Also ich will eigentlich... Hab's einfach nicht gemacht. Nee, und wir warten ja, also ich bin ganz ehrlich, wird Eddie Murphy jetzt kommen und es wird ein Beverly Hills Cop 4 endlich mal wirklich angekündigt werden. Es wird ein Plakat geben, es wird einen ersten Teaser-Trailer geben. Ich glaube, ich würde mich irgendwie brutal freuen. Ja, die Voraussetzungen sind ja da. Ja, ganz kurz zum Prinz aus Zamunda, also Coming to America.
ist bei mir weiter oben, aber es liegt halt daran, ich glaube, das war einer der ersten fünf Filme, die ich im Kino gesehen habe damals. Also das war halt noch die ganz große Nostalgie-Schiene. Und der ist immer noch schön. Also der hat auch das Warmherzige. Aber auch da war ich damals so enttäuscht. Eddie, was machst du da? Hm? Ich will diese Werke gar nicht schlecht reden. Einfach, das ist bei mir nicht die ganz große Liebe da. Ich finde die auch nicht schlecht. Aber er wurde zahmer. Zur Kenntnis genommen. Er wurde zahmer und erfolgshungriger. Er wollte mehr Leute erreichen, mehr Geld einspielen und hat sich dafür selbst dann immer etwas weiter zurückgenommen. Wir waren gerade bei. Was war das? Wir sind in den 90er, Mitte 90er sind wir. Ja, nee, was war das zweite Thema jetzt nochmal nach Coming to America? Was hast du gerade angesprochen? Was habe ich schon wieder gesagt, siehst du? Nee, ganz ehrlich, einfach, dass da diese Zahmheit, diese Kinderfilme, diese doofen Kinderfilme gekommen sind, die mir nichts gebracht haben, die ich nicht sehen wollte. Dass Beverly Hills Cop 4 mich immer noch brennend interessieren würde denn der dann mal kommen? Und dass Eddie Murphy wohl so Mitte der 90er gedacht hat, ich werde wohl auch nicht jünger, wenn ich jetzt noch auf die Action-Schiene aufspringen will. Und Actionfilme, ganz ehrlich, in den 90ern waren groß. Ja. Da hat es gekracht ohne Ende. Und es macht Sinn, hat er versucht, sich da ein Vehikel zu organisieren, in dem er brillieren kann. Richtig, richtig. Und hat er auch erstmal eins gefunden, unter dem Namen Sandblast. Ein Drehbuch, teuer verkauft an die Warner Brothers, sollte von Joel Silver produziert werden, mit ihm als Anführer einer Anti-Minen, also einer Minensucheinheit, der dabei auf eine abtrünnige Truppe aus den eigenen Reihen trifft, die sich Nuklearwaffen unter den Nagel reißt und damit jemanden erpressen will. Erinnert mich irgendwie an einen anderen Film aus den 90er Jahren. Fällt dir da ein anderer ein? Ja, Broken Arrow von John Woo. Genau. Sehr, sehr ähnlich gehalten und ich kann mir vorstellen, ist der Film deswegen nicht produziert worden oder was war genau der Grund? Murphy ist irgendwann ausgestiegen, weil sich das wohl so ein bisschen hingezogen hat und dann wollte man neu besetzen. Dann war ja eine Zeit lang im Gespräch Wesley Snipes in der Hauptrolle als Held für diesen Film und als Antagonist war Jean-Claude Van Damme vorgesehen. Okay. Ja, aber Warner hat dann danach die kalte Füße bekommen, weil Snipes einen Flop nach dem anderen hingelegt hatte. Van Damme hat damals gesagt, ich spiele keine Bösewichte. Und dann hat man sich 96, 97 entschieden, den Film dann zu begraben. Und seitdem liegt das Drehbuch in irgendeinem Giftschrank. Und warum wollte Van Damme kein Bösewicht spielen? Das verstehe ich gar nicht. Das ist eigentlich das Geiste, wenn du den Bösewicht kannst du ja richtig Gas geben. Da kannst du ja dich zu Tode schauspielen. Ja. Und die großen, eigentlich sind ja die Bösewichter die ganz großen Rollen in den Filmen. Ja, Van Damme ist ja eine schwierige Persönlichkeit. Und gerade Mitte der 90er, das war ja seine Kinozeit, als er ja hier für Universal all die. War auch seine Drogenzeit. Seine Drogenzeit und war er ja sehr steif und sehr von sich überzeugt gewesen. Aber da müsste ich jetzt meinen Podcast-Partner hinzuziehen, der kennt sich da mit Van Damme deutlich besser aus. Also der kennt Van Damme besser als Van Damme sich selbst. Also ich glaube, Van Damme hat mehr Erinnerungslücken in seine Vergangenheit, als Tom weiß über ihn. Das ist möglich, das nehme ich auch an. Ja. Liebe Grüße an Herrn Burgas. Genau. Und der ist dann halt begraben worden und Murphy hat sich dann weiter nach einem anderen Actionstoff Ausschau gehalten. Und dann ist er halt auf einen Film getroffen, den wir jetzt heute besprechen wollen. Ja, Metro heißt das Teil. Und wie hast du den damals gesehen? Gingst du ins Kino oder war es eine Videothekengang? Es war ein Videothekengang. Ich hatte wirklich vorgehabt, mir den eigentlich im Kino anzugucken. Aber damals noch, von wann ist der jetzt nochmal? 97 war der, echt doch so spät. Ja. Naja, ich hatte noch keinen Führerschein gehabt, aber wir hatten unser Kino hier in unserem Ort, das leider vor 3 Jahren abgerissen wurde. Oh. Der lief nicht lange bei uns. Die Zeit von Murphy war schon abgelaufen und die Kinos wurden auch damals schon relativ schnell ungeduldig, wenn ein Film nicht das gebracht hat, was er sollte. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, gegen welche Konkurrenz er angetreten ist, aber wenn ich mich richtig entsinne, war das so ein Sommerblock, als Sommerblockbuster angedroht. Oder wann lief der? 97, der musste auch im Sommer gewesen sein. Und da hatte er viel zu starke Sommer. Konkurrenz. Und da hatte ich, glaube ich, Con Air. Ja, da hatte ich andere Sachen dann. Und Face
Face-Off war doch, war Face-Off 7 oder 98? Oh, nee, 97, ich erinnere mich, damals steckte ich in einer relativ toxischen Beziehung und da musste ich die Dame ja auch manchmal in den Film mitnehmen, die konnte ich nicht überall mitnehmen und ich glaube, den konnte ich sie dann nicht überzeugen. Liebe Grüße an die Dame aus der toxischen Beziehung. Ja. ich hatte das Glück, den im Kino zu sehen. Endlich kann ich mal sagen, ich habe was im Kino gesehen, was der Markus nicht gesehen hat, denn ich lebe ja in der kleinen Eidgenossenschaft Schweiz und da läuft nicht immer alles im Kino, der lief und ich konnte mit meinen Freunden, ich weiß gar nicht mehr warum, wir hatten Gratis-Tickets, wir sind mit dem Zug nach Liestal gefahren, wer die Gegend kennt, da braucht man etwa 15 Minuten mit dem Zug von Basel nach Liestal und dann ist man da und wir konnten den gratis sehen und Ich kann mich nicht erinnern, wie wir den Film gefunden haben. Ich weiß es effektiv nicht mehr. Beim Gratis-Kinoeintritt sagt man in der Regel als Kind, als 14-jähriger Junge nicht so viel dagegen. Also war wohl alles ganz ordentlich. Schade. Ich habe Metro. Du hast mir jetzt einen Gag kaputt gemacht. Ich wollte jetzt gerade fragen, ja. Du hast ihn gratis geguckt. War es denn auch umsonst? Ich habe ihn auf Disney Plus geschaut. Ja. Nein, ich meine damals im Kino. Das Wortspiel. Du hast ihn gratis gesehen? War es denn auch umsonst? Jetzt muss ich den Witz auch noch erklären, das wird ja nicht besser. Das ist halt, wenn man... in Translation. Das ist noch zu früh. Jedenfalls Metro, ich habe mir den später auf VHS mal gekauft, mit diesen großen Touchstone Pictures VHS-Kassetten. Weißt du, kennst doch die bisschen, sind auch ein bisschen größer gehalten gewesen als die Warner Brothers kleinen. Hashtag MeToo. hab den wohl auch einmal noch gesehen und das war auch etwa wohl um 2000 rum irgendwann. Danach nie mehr ins Auge gefasst, bis ich bemerkt habe, ich will mit dem Markus mal wieder einen Podcast machen. Was könnten wir denn machen? Und habe ich den vorgeschlagen, war der auf meiner Liste drauf? Genau, der war auf deiner Liste. Wir wollten mal was zusammen machen. Du hast mir eine sehr, sehr lange Liste von Filmen und wenn wir die auch noch abarbeiten, dann dürfen sich die Hörer noch für das eine oder andere Bonbon freuen. Auch auf jeden Fall. Und da dachte ich mir auch, ja, bei mir ist es mit Ausnahme des Kinobesuchs irgendwie ähnlich. Ich habe den auch dann auf Video dann mal gesehen und damals, der hatte einen sehr, sehr hartnäckigen Kopierschutz, deswegen konnte ich mir leider keine Sicherungskopie machen. Blöde Bibliothek. Und habe ihn mir dann irgendwann mal gekauft gehabt dann nochmal, um ihn dann nochmal zu schauen. Und das ist auch 20 Jahre her. Und es ist einer von diesen Filmen, die, auch wenn du immer weißt, nach dem Gucken, so richtig groß, so richtig überwältigend war es eigentlich nicht, die verschwinden dann nach einer gewissen Zeit so wieder aus dem Kopf und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, weil du in irgendeinem Podcast eine Referenz drauf hörst, weil du den Namen bei irgendeiner Liste wieder entdeckst oder so, dann kommt die Erinnerung wieder und du erinnerst dich dann plötzlich an 2, 3 gute Szenen. Und in dir wächst dann das Bedürfnis, ihn zu gucken, weil, ey, der hatte doch diese coolen Momente. Eigentlich müsste ich ihn mir doch mal wieder angucken. Und so lag er dann auf meiner imaginären Rewatchlist, um den mal wieder nachzuholen. Aber hätte er nicht auf deiner Liste jetzt gestanden für den Podcast, hätte ich den garantiert noch 3, 4, 5 Jahre wieder vor mir hergeschoben, bis ich irgendwann mal wieder reingeguckt hätte. Und da habe ich das doch dankbar angenommen, mir den jetzt mal wieder reinzuziehen. Und das ist auch das Schöne daran, deswegen schaue ich auch gerne, besprich gerne Filme aus von früher, die ich schon mal gesehen habe, ich muss immer was Neues entdecken, denn du entdeckst was Altes wieder neu quasi, oder? Und vor allem mit den Augen aus der Altersstufe, in der du jetzt gerade bist, also ich bin jetzt Ende 30, da schaust du Filme anders als mit 14 und mit 20. Es ist einfach immer so, du hast einen erwachseneren Blick, einen abgeklärteren Blick, aber hast auch viel mehr neue Filme entdeckst neue Entwicklungen, auch in der Menschheit. Was ist vielleicht damals gerade passiert? Gut, hier... Metro könnte auch aus 1987 sein können vielleicht, egal. Aber es ist für mich einfach spannend, sowas aus der Jugend wieder hervorzugraben und zu schauen, wie funktioniert es heute. Gut, okay, also er hat jetzt keine popkulturellen Einflüsse, beispielsweise der Film, aber den kannst du, null. Wenn du dir einen unbedingten Kontext raussuchen willst, dann ist es der, wo stand Eddie Murphys Karriere zu dem Zeitpunkt. Richtig, und das ist doch eben spannend, das jetzt mal zu betrachten. Nebst Eddie Murphys unglaublicher Frisur in dem Film. Willst du mir mal erzählen, worum geht's denn genau in Metro? Worum geht's in Metro? Nicht, dass ich's mache. Ich kann's auch machen, wenn du willst. Wäre ich jetzt bei mir in meinem Podcast, hätte ich jetzt eine DVD vor mir neben mir und würde jetzt wir lesen ja immer die Links nach. Aber da ich jetzt Gast bin, muss ich mir was aus den Fingern saugen.
Eddie Murphy spielt Scott Roper, der beste Verhandlungsspezialist der San Francisco Police, der nach Einführung bei einem erfolgreichen Einsatz gegen einen Bankräuber einen seiner besten Freunde bei einer Ermittlung begleitet, die aber dann darin endet, dass der zu ermittelnde Gangster seinen Freund ja tötet, was bei Eddie Murphy gewisse Rachegelüste hervorruft. Und er möchte halt jetzt aktiv an den Ermittlungen teilnehmen und den Gangster schnappen. Zeitgleich kriegt er aber halt auch noch einen neuen Partner zur Seite gestellt, mit dem er sich da arrangieren muss. Und in diesem Satz habe ich diesem Handlungsstrang schon mehr Bedeutung beigemessen, als es der Film selber tut. ja, und dann geht's halt um die Ermittlung, um die Jagd nach diesem Gangster und wir befinden uns in Action Wonderland. In Wonderland. Wonderland. Ja, danke. Das kann man etwa genau so zusammenfassen. Wir haben Eddie Murphy als Polizisten, als Spezialisten für Geiselnahmen, quasi Negotiator wie Kevin Spacey im Film Negotiator. Mhm. Und einfach in witzig. Und, ja, da haben wir schon das erste Thema zum Film. Ja. Angepriesen als der ernste Eddie Murphy. Hast du das Gefühl, das war ein ernster Film? Nein, die Rolle wurde ernster angelegt, aber es war kein ernster Film. Ja. Also du hast bei allem Geschwafel von Eddie Murphy, er zückt dann auch mal die Kanone und knallt. Ja. Und von dieser Mischung fand ich eigentlich noch ganz spaßig. Also ich bin der Typ, wenn du mir eine richtige Action-Komödie vorsetzt. Ich finde es gar kein richtiges Beispiel. Da hat doch mal später mit diesem Showtime gemacht, oder? Mit Robert Niro. Mit De Niro, genau. Das ist so ein Film, den mochte ich nicht. Ja. Mochte ich nicht. Einfach so seicht. Das war genau. So nix. Das war einfach ein Hauch von nix. Metro ist aber kein Hauch von nix. Richtig, Metro ist dann schon, ist auch mehr Star-Vehikel. Und das ist, glaube ich, eins der ganz, ganz großen Probleme. Ich werde es jetzt oft sagen, man hat das Gefühl, dass während des Films, weil der Film in vielen Punkten sehr meandert und den Eindruck erweckt, dass entweder das Drehbuch in seiner frühen Ausrichtung wenig stringent war oder dass am Set viel noch geändert wurde, um es anzupassen. Weil der Film mit diesem Verhandlungs Spezialisten mit problematischer Beziehung, dem Trauma des getöteten Kollegen, kommen wir auch noch dazu, wir haben ja beides. Wir haben den frisch getöteten Kollegen und wir haben den getöteten Partner von Arno Dazuma auch noch mit dabei, nebenbei erwähnt. Stimmt, beides. Das ist ja alles Stoff für einen ernsten, dunklen Action-Thriller. Eigentlich hätte nur noch der Regen gefehlt und wir hätten hier die Action-Version von 7 gehabt oder sowas. Ja, also optisch gesehen. Ja, dann. Dieser Großstadtlook, jetzt nicht, dass jetzt einer denkt, ich vergleiche diesen Film jetzt ernsthaft mit David Finchers Meisterwerk. aber dann siehst du dann halt da, als ob Murphy bei jeder Szene Angst hätte, dass er die Leute verprellen könnte, wenn er jetzt zu ernst ist und haut dann doch ständig seine typischen Manierismen raus. Es gibt Szenen in dem Film, die beißen sich so mit dem ernsten Unterton. Es gibt dann später so eine Dinner-Szene mit seiner Freundin. Nackt auf Tahiti. Die könnte aber auch in jedem anderen Eddie Murphy aus der Familienfilmzeit gewesen sein. Ja. Es beißt sich aber mit all dem Ernsthaften drumherum. Ich habe dieses Tahiti habe ich völlig vergessen. Und ich fand das eigentlich als Kind noch witzig. Ja. Ja, ich fand es auch heute noch witzig. Aber man konnte schmunzeln, aber es beißt sich mit dem Rest des Films. Ja, aber eben, was das macht, ist, der Film hat einen Ton, der es verunmöglicht, ihn in ein richtiges Genre zu stecken. Der sitzt da zwischen Stuhl und Bank. Ah, oder? Aber mit dem Problem, dass der Film selber nicht weiß, welches Genre er sein will. Ja. Er wirkt nicht selbstbewusst genug in dem, was er da machen will, sondern er springt halt in vieler Hinsicht ständig hin und her. So. Während aber zum Beispiel, und ich gehe jetzt mal zu den Godfather of Polizei-Comedy-Action-Film Lethal Weapon. Lethal Weapon, haben wir mal lange drüber gesprochen, ja. Oder? Das ist für mich Action-Film
meets Weihnachten, meets Familiencomedy, meets tolle Musik irgendwie, keine Ahnung. Da ist die Mischung dieser Dreier, Vierer-Komponente, die ist einfach perfekt gelungen. Ja, Lisa Weppen strahlt eine gewisse Wärme raus, weil das ganze Team augenscheinlich, und es wurde dann über die Jahre, über die Berichterstattung und über die weiteren Filme ja weiter, dann immer weiter auch bestätigt, das ganze Team war eine Familie, vor wie hinter der Kamera. Ja. Und Gibson und Glover waren gleichberechtigt als Partner, auch wenn Mel Gibson damals das Zugpferd gewesen ist nach Mad Max und anderen Erfolgen, die er damals hatte. Ich meine, Danny Glover kannte damals keiner abseits seines Auftrittes in Die Farbe Lila und als Bösewicht in Der einzige Zeuge. Aber trotzdem, die haben sich gegenseitig die Bälle zugeschmissen und hatten eine eigene Dynamik. Ja. Metro hat dann doch das Problem, obwohl er doch auch Buddy-Movie sein will, und man hat sich mit Michael Rappaport damals ja zu diesem Zeitpunkt ja aufstrebendes Charaktergesicht geholt. Es war ja wirklich die Phase, wo Rappaport von Film zu Film gereicht wurde und immer wieder für seine Darstellung ja auch gelobt wurde. Copland, was gab es noch zu der Zeit? Es gab noch mehr, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es gab noch mehr, aber ich sitze ja gerade auf dem Schlauch mit Rappaport. Ja, aber er hat ja zu der Zeit wirklich einiges gedreht gehabt. Ah, True Romance war er noch Romance dabei. War er mit dabei. Das war so ein aufstrebendes Nebendarstellergesicht. Und der wird hier auch eingeführt und trotzdem, obwohl es immer mal wieder angedeutet wird während des Films, dreht sich der Film nur um Murphy. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch zu egoistisch, um mal einen Schritt zur Seite zu drehen und einen Partner walten zu lassen. Und Michael Rappaport hat nicht das Standing eines Nick Nolte, der ihn dann auch mal in seine Schranken weist durch eine selbstbewusste Performance oder wo ihm das Drehbuch auch nicht die Chance gibt. Obwohl eigentlich die Grundlagen wären gelegt gewesen, denn ich fand seine Figur eigentlich in dem wenigen, was wir wussten, fand ich eigentlich sau spannend. Er, der auch rüberkommt, so als, das wäre es ein bisschen der Nerd. Der nerdige Typ, der aber ein verdammter Heckenschütze ist. Das eigentlich. Er ist vor allen Dingen kompetent. Michael Robert Watson ist vollumfänglich kompetent. Er ist nicht unsicher, ist aber auch in seiner Figur, was ungewöhnlich ist, aber auch bereit, sich hinten anzustellen und auch von Murphy lernen zu wollen. Und das ist das Tragische. Es gibt diese Momente, wo diese Mentor-Schüler-Beziehung wirklich wunderbar funktioniert. In dieser Szene, in der Murphy, obwohl er eigentlich gar keinen Bock auf Rappaport hat, ihm diese Aufgabe gibt, die er da bitte lösen soll, wie er dieses Stück Papier, glaube ich, aus dem Glas rausholen. Ja, genau. Ohne dass es. Das war gerade der Deckel des Kugelschreibers. Oder das war es gewesen, genau. Das funktioniert erstaunlich gut, weil Murphy auf der einen Seite ihm das halt gibt, um jetzt nicht weiter von ihm belästigt zu werden, weil er andere Sachen im Kopf hat, aber er ist nicht so aggro-überheblich, um ihn halt wirklich abzustoßen, weil er schon beeindruckt von ihm war, weil er Lippen lesen kann, was es in der vorherigen Szene gegeben hat. Und als Rappaport die Szene dann auch dann auch gelöst hat und er dann halt auch das dann auch wirklich anerkennend zur Kenntnis genommen hat, man kennt das aus so vielen anderen Buddy-Movies, wo dann die Hauptfigur oder der Mentor dann immer noch so schief grinsend agieren würde und so, naja, komm, er muss sich trotzdem erst nochmal beweisen, ja. Ist Murphy aufrichtig angetan von ihm in dem Moment, aber der Film macht dann danach wieder nichts draus, weil Rappaport wieder an die Seite gedrängt wird. Ja, ich habe ihn dann fast wieder vergessen in der Mitte des Films, also da ist er eigentlich. Der Film vergisst ihn doch selbst. Ich meine, er wird aber noch gebraucht. Er wird noch gebraucht, aber er vergisst ihn doch selbst. Ich meine, wir gehen ja schon nicht mehr chronologisch durch den Film. Wir setzen jetzt voraus, dass die Leute den Film jetzt halt kennen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber geht mal aufs Finale ein. Es kommt zum Showdown. Michael Rappaport konfrontiert den Bösewicht des Films, den tollen Michael Wincott, auf den gehen wir später noch ein. Die beiden schießen aufeinander. Michael Rappaport wird angeschossen, kriegt einen Hüftschuss, liegt an der Ecke. Das ist seine letzte Szene im Film. Stimmt. Er kommt war nicht mehr gesehen, kommt oder? Nicht mehr. Das ist schon krass, oder? Und da frage ich mich, haben da Szenen vielleicht gefehlt? Es muss fast so sein. Also entweder fehlte was oder es wurde nachträglich entfernt oder seine Rolle wurde erst während des Drehs größer geschrieben oder Murphy bestand auf zu viel Screentime oder
Es wurde einfach zu lang, weil er geht ja trotzdem immer noch knackige 2 Stunden. Das war auch so ein Ding, der ging ein bisschen lang, oder? Ja, weil er zu, für das, der hat für zu das, viel. Wie es präsent. Der Film hat zu viel drin. Ja, ja. Und dann hast du ja noch, und das ist wahrscheinlich für mich der nervige Teil des Films, diese Beziehungskiste mit seiner Ex-Freundin, Schrägstrich-Freundin. Dass man der Hauptfigur eine Motivation gibt, warum er agieren muss, das ist notwendig, verstehe ich völlig. Aber dann hast du dieses Beziehungsgeplänkel. Sie ist die Ex-Freundin, aber will sie eigentlich zurück? Dann erfährst du, sie hat sich von ihm nie wertgeschätzt gefühlt, deswegen geht sie jetzt mit dem Footballspieler oder irgend sowas in dieser Art. Und trotzdem bandelt sie noch mit ihm an irgendwie. Es ist so... Nee, das ist richtig. Es ist zu viel von allem. Es ist diese Beziehung. In anderen Filmen würde man clevererweise ein anderes Element dafür komplett weglassen. Würdest du jetzt diesen Fokus auf diese traumatische oder diese gestörte Beziehung halt nehmen, wäre die Figur von Rappaport nicht so groß, beziehungsweise er wäre ein alter Partner oder ein alter Kollege, den ich schon lange kenne, der ein bisschen zuarbeitet oder sowas. Oder würde es gar nicht geben, er wäre weiter alleine unterwegs und hätte halt das Team von Ermittlern halt da um sich rum bei der Polizei. Gleichzeitig werfen sie dann aber auch noch seine Spielsucht mit rein. Mit der er ja eingeführt wird. Seine erste Szene ist auf dem Weg zu diesem Banküberfall, wo er gerade ein Pferderennen hört und sich beschwert, dass sein Pferd nicht gewinnt. Und es gibt später, es ist Grund für die zugrunde gegangene Beziehung zwischen den beiden. Ja. Du kriegst dann noch eine Szene auf der Rennbahn, die Szene selbst fand ich ganz, ganz cool, weil sie halt auch die Beziehung zwischen ihm und Rappaport vertieft und er auch halt erklärt, warum er da hingeht, weil es um Abwägen geht, weil es um Rationalität geht, um zu erklären, um Beobachten geht, wer wie handelt und weswegen ich welches Pferd jetzt wählen soll. Das war wirklich gut. Das war eine wirklich spaßige Szene. Ich fand das Ich fand die echt super. Nur 30 Minuten später beim gemeinsamen Abendessen mit seiner bald hoffentlich wieder Freundin, sagt er, ich würde für dich mit dem Zocken aufhören. Und dann ist das Thema erledigt. Das Thema Spielsucht einfach mal gepufft. Singt sie nach dem Motto, schreib mir eine vertiefte Figur, die sich echt anfühlt, die Probleme hat. Und wir versuchen, all das in 2 Stunden anzureißen. Ja. Und das war dann vielleicht ein bisschen zu viel. Und warum zum Geier 2 tote Kollegen? Ich meine... Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch Du hast den tollen Art Evans, der leider nach andere Actionfans der 90er kennen ihn noch aus Stirb langsam 2 und aus Trespass. Ja. Der leider nach einer Viertelstunde halt das Opfer, der Katalysator für die Geschichte sein muss. Der wohl ein guter Freund von Eddie Murphys Rolle ist, der ihn lange begleitet. Das hätte doch als Motivation gereicht. Das hätte absolut gereicht. Und später siehst du dann, wenn er den Mentor für Michael Rappaport spielt, ein Video von einer Überwachungsaufnahme von einer fehlgeschlagenen Verhandlungsszene, in der sein Partner sich als Geisel hergegeben hat und dann erschossen wurde. Und das auch an ihm nagt, was ja die Spielsucht in ihm gefördert hat, was ihn zum vorsichtigen Verhandler gemacht hat, wovon man aber nie was merkt mit seiner Kotterschnauze, die er die ganze Zeit hat. Das ist so viel aufgefroppt, das ist Stoff für mehrere Filme gewesen. Die haben wirklich alle Topoys genommen, die man für sowas haben will, und haben sie da reingeworfen. Ich frage mich gerade, haben die versucht, mit Metro ein Franchise zu starten? Wäre das vielleicht die Idee gewesen? Für mich... Generell, die Zutaten wären nicht so schlecht gewesen. Vor allem mit Rappaport und Murphy, die beiden im Team, hätte ich schon gerne... mehr davon das gesehen. Potenzial war da, aber so wie er jetzt ist und auch mit der relativ unaufgeregten Inszenierung von Thomas Carter, das ist ja auch ein TV-Routinier, wirkt der Film für mich wie ein wie der Pilotfilm zu einer Serie. Ja, also Thomas Carter, muss man noch sagen, eben, was du gesagt hast, er war Serienregisseur, hat Remington Steele, Miami Vice hat er Regie geführt und die Filme, die ich erwähnen kann, das wären dieser Basketballfilm Coach Carter, passenderweise. Und er hat auch Save the Last Dance gemacht, ein ganz netter Tanzfilm, ich habe den damals auch gesehen. Nee, der
ging an mir vorbei. Aber das ist diese Art von Film. Ganz okay. Das sind so Sachen, ich habe auch Step Up, den ersten, gesehen mit Channing Tatum. Es gibt so manchmal so Tage, da habe ich Bock auf diese locker fluffigen Filme. Ja. Den kann ich mir auch mal irgendwann mal geben. Das tut ja nicht weh. Aber Thomas Carter ist, ohne dem Mann jetzt zu nahe zu kommen und ohne jetzt großartig einzureden, das ist ein Handwerker, der ist Gänsefüßchen für alle, die uns jetzt nicht sehen können. Habe ich nämlich gerade gemeint. Jetzt kommt's. Er ist ein. Was ist er? Er ist Handwerker. Handwerker. Ich dachte, es kommt Auftragsrechte. Oder ja. Ein Handwerker oder ein Auftragsrechte, den holst du zur Ressourcenminimierung. Der ist nicht so teuer zu haben. Der macht, ja. Der steht im Hintergrund, der hört auch das, was ja. Eddie Murphy oder die Studioverantwortlichen ihm sagen und filmt das für die ab. Für mehr ist er am Ende des Tages nicht da. Und diese Personen sind aber auch ganz wichtig. Auf nicht jeden diese Regisseure, Fall. Die sind einfach für ein Projekt, du wirst in ein Projekt geholt und dann sagt der Chef, ey, du mach, dass es funktioniert. Und das dann abzuarbeiten, das ist, vor allem wenn du dann nicht die ganz große Macht hast, du musst einfach versuchen, dass der Hauptdarsteller immer glücklich ist und zufrieden und dass er seine Rollen hat, seine Szenen hat und alles. Das ist eine ganz große Kunst, die auch ein bisschen unterschätzt wird, würde ich mal sagen. Und deswegen großen Respekt an alle Auftragsregisseure dieser Zeit. Wir brauchen euch. Ja, es ist nicht schlimm, ein Auftragsregisseur zu sein. Aber man merkt, dass der Film dann doch keine eigene Vision hat, keine eigene, sondern dass er all das abbilden will, was wohl das ursprüngliche Drehbuch und ich vermute mal Murphy in dem Film haben wollten. Und man stellt sich den Writers Room oder die Morgenbesprechung halt dementsprechend immer wieder so vor, Moment, ich brauche das noch in dem Film, meine Figur muss diesen ernsten Part noch haben, aber hey, meine Fans erwarten auch, dass ich lustig bin, also bau mir mal diese Szene bei dem Dinner halt ein, wo ich dann wieder mal ganz ich selbst sein kann. Und so zerfällt der Film leider so ein bisschen in viele Einzelelemente. Ja, ich sehe es sogar so, ich finde, dass das erste Drittel des Films, auch mit dieser ersten Negotiation mit dem Banküberfall, fand ich super. Hab gedacht, hey shit, warum habe ich diesen Film so vergessen? Der ist ja richtig gut. Ich fand auch diese ganze, mit dem Typen, wie dann der Eddie Murphy die Donuts bringt und so weiter und so fort. Und das fand ich wirklich alles toll. Das hat mich richtig abgeholt. Bis und mit Mord an seinem Kollegen und dann irgendwann kippt's. Es kippt dann, als diese Dinner-Szenen kommen, als wir uns gefühlt, für mich, wenn ich jetzt an den Film denke ich an die Wohnung seiner Freundin zurück, aus der ich gefühlt raus will, aber nicht rauskomme. Das hat mich irgendwie genervt, dass diese Szenerie in dieser Wohnung, dann kommt er, trifft er den Basketballspieler und so weiter und so fort. Was Footballspieler kann. Das hat für mich so den Drive rausgenommen. Das hat mich nicht interessiert. Der neue Freund der Ex, der einmal kurz auftritt und dann danach mit, der ist bei einem Auswärtsspiel und wird dann nie wieder erwähnt. Die beiden sind wieder genau. Zusammen und zum Ende des Films und Ende. Alles gut. Damit sie dann halt auch als Damsel in Distress fürs Finale herhalten kann. Ja, also das. Hätte sie aber auch so gekonnt. Wäre vielleicht sogar noch erwachsener gewesen. Sie wäre die Ex-Freundin geblieben und wäre mit einem anderen Typen zusammen. Und Eddie Murphy hätte sie trotzdem retten müssen, weil es ist das einzig Richtige, was er tun muss. Und B, auch im Wissen, er bekommt sie nicht zurück, die ist verliebt. Aber es wäre einfach, es hätte den Film für mich auf ein anderes Level geboten. Aber hier war es ganz klar, es ist die Dame des Herzens, macht man alles, ja, bla bla. Hätte dem Grundtenor des Films, den der Film ja eigentlich mal haben wollte, als ernster Eddie Murphy, deutlich besser getan. Aber dann kommen halt wieder so viele Sachen rein, die den Film leider dann zu wohlgefällig für das breite Publikum machen sollen. Also man wollte ein neues Publikum reinziehen, aber gleichzeitig das alte nicht zu sehr verprellen. Das, ja, stimmt, absolut, absolut. Was der Film gemacht hat, er hat einige wirklich tolle Action-Szenen präsentiert. Ich fand die Sache mit der Cable Car, nochmals, wir sind in San Francisco, fand ich super toll. Also auch ganz großartig, wie lange man so eine Szene ziehen kann, ohne dass es langweilig wird. Ja. Andere Szenen würden, andere Filme, ich meine, es ist, sind wir uns einig, neben der Sache in The Rock, die zweitbeste Szene, die man mit einem Cable Car gemacht hat. Sind Luftjagen? Genau.
Genau. Nein, aber auch die Szene in ihrer Choreografie mit so einem Caddy, das Cable Car zu verfolgen, drauf zu hechten, sich drinnen Zweikampf zu liefern, bei dem es auch ganz plötzlich wieder blutigen Kollateralschaden gibt, ja, weil unser Bösewicht dann auch wenig zimperlich ist, Leute zu erschießen. Draußen dann anderen Autos ausgewichen werden muss oder Autos auf die Hörner genommen werden, die dann auch schön eingefangen durch die Gegend fliegen. Das Ding muss zum Stehen gebracht werden. Danach rennt man noch in ein Parkhaus, wo es dann auch noch mal ein bisschen hoch hergeht. Das Ding hat, dass dies in Mitte des Films ist, ist schon mal merkwürdig, weil das Ding hat Showdown-Charakter. Ja. Und hätte eigentlich, ich komme schon wieder drauf zu, das ist aber auch, die ist aber auch blöd hergeleitet, weil du hast davor wieder so eine Belagerungsszene, in der unser Bösewicht so 10 Minuten lang eine Geiselnahme bei einem Juwelier was, glaube ich, durchführt. Ja. Und daraus resultiert dann der Showdown. Und dann kommt dann trotzdem nochmal eine Dreiviertelstunde Film hintendran für einen anderen Showdown, der auch in Ordnung ist, der aber auch ganz einfach in einen anderen Film reinpasst. Ja. Das sind 2 oder 3 Actionbücher, die dann zusammengepresst wurden, um manches damit einzubauen. Und das will. Das wirkt nicht so kohärent irgendwie. Und wenn man sich überlegt, der Schreiber des Ganzen ist der Randy Feldman. Der hat auch Tango and Cash geschrieben und Van Damme's Ohne Ausweg, Nowhere to Run. Und hat da, muss ich sagen, aber die wesentlich bessere Arbeit abgeliefert. Jupp. Zumindest das Endprodukt war massiv unterhaltsamer. Ja, gut. Ohne Ausweg ist, ohne Van Damme wird es den auch eine Auftragsarbeit für ein großes Studio, um ein Vehikel für Van Damme zu liefern, der auch da als ernsthafter Schauspieler plötzlich etablieren wollte, gleichzeitig aber auch die alte Klientel bedienen sollte, indem er dann doch einige saftige Prügelszenen drin hat. Zwar nicht mit Martial Arts, aber es musste wieder drin sein. Dasselbe Spiel. Ja. Tango und Cash. Ich mag Tango and Cash. Es ist eine gute Laune-Film, aber der Film hat aber auch Logiklücken vor dem Herrn, also ganz schlimme. Ja, das, ja. Ganz schlimme. Und dann tut dazu dann halt noch die Probleme hinter der Kamera, die zu diesem fürchterlich zerschnittenen Showdown geführt haben, der ja vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Ja, genau. Aber dafür kann ja der Drehbuchautor letzten Endes nichts. Aber richtig. Nicht wirklich, aber die Herleitung. Aber anderes Thema. Aber auch hier fällt mir wieder nur ein Auftragsarbeiter. Hey, wir haben hier Sylvester Stallone und Kurt Russell. Schreib mal ein Drehbuch, um die beiden gleichberechtigt nebeneinander als ihre Talente ausspielen zu können. Ne? Hier, Van Damme, der will aber ernst sein. Mach uns mal einen Film als Vehikel mit ihm als Fixpunkt. Er soll aber gleichzeitig bei Laune gehalten werden, indem er Rosanna Arquette die Zunge in den Hals rammt. Und das meine ich so, wie ich sage. Ja. Die arme Frau Arquette. Und gleichzeitig noch ein paar Kampfszenen hat, ohne aber so zu wirken, wie wir ihn von früher kennen. Und dasselbe hast du jetzt hier bei Metro. Ich sehe da eine Linie. Ich sehe da ein Muster. Aber ich habe, also es ist ein schlechter Vergleich, aber ich habe Ohne Ausweg ein bisschen runder in Erinnerung als den. Ist er auch. Ist er auch runter, ja. Weil ich denke mal. Und auch kürzer, oder? Auch kürzer. Ich denke mal, mit Robert Harmon, dem Regisseur von Hitcher, hattest du da noch jemanden, der dich vielleicht ein bisschen weniger hat sagen lassen von so einem kleinen Emporkömmling wie Van Damme, der ja damals auf dem Sprung vom Videothekenstar zum großen Studiostar sein wollte. Es war ja, wie gesagt, ein Star-Vehikel mit geringem Budget und aber bereits ein riesen Ego hatte. Den man aber auch noch sehr in die Schranken weisen konnte, weil er nicht das Standing hatte. Nicht Eddie Murphy, der zu diesem Zeitpunkt seit 15 Jahren ein Megastar war, der zwar ein paar Flops etabliert hatte. Etabliert, ohne Ende, ja. Aber der wahrscheinlich auch immense Hoffnungen in den Film gesetzt hat, damit er mit einer neuen Richtung vielleicht auch mal wieder ein breiteres Publikum ansprechen kann, was aber dazu führt, dass es eher mutlos wirkt und ja, wenig, wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, weniger kohärent. Ja. Der Gegenspieler in diesem Film ist der Darsteller Michael Wincott. Ja. Hast du den noch präsent gehabt überhaupt? Ist das ein Name für dich, den du automatisch sagst, ah ja klar, das ist der aus Metro? Ja. Also nicht aus Metro, aber in den frühen bis mittleren 90ern kamst du ja eine Zeit lang an Michael Wincott als Bösewicht ja nicht vorbei. Er war in Metro, er war der Bösewicht in The Crow, er war Strange Days. Strange Days war er mit dabei, er war Guy of Gisborne in Robin Hood.
mit Kevin Costner. Er war auch in Alien Resurrection, nicht wahr? Er war in Alien Resurrection. Als ich ihn bei Metro wieder gesehen habe, ist mir mal wieder mal aufgefallen, wie schmerzlich ich den Mann mittlerweile vermisse. Er hat schon ein ganz prägnantes Gesicht. Also er ist ja fast schon prädestiniert für böse Bestrollen. Ja, den kannst du nicht als romantischen Liebhaber besetzen, das wird schwierig. Wäre spannend zu sehen. Ich fand ihn, er hatte das Potenzial, also ein bisschen wie ein Skorpion, wenn der zusticht, bist du tot. Also ich habe seine Figur, Michael Corda hieß er, glaube ich, ich habe dem seine Gefährlichkeit wirklich abgekauft. Der hat was ganz Psychopathisches gehabt, das mir wirklich ein bisschen Angst machte. Das fand ich wirklich überzeugend. Aber ich fand ihn irgendwie... Der Film hat irgendwie nicht so ganz gewusst, was wir ihm machen. Ich fand den Mord an Eddie Murphys Partner völlig hirnlos. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist das. Das war völlig dumm. Ja, Winkret wird vom Drehbuch schon ein bisschen im Stich gelassen. Es ist wirklich seiner Performance zu verdanken, dieser erste Moment, wenn Art Evans bei ihm auftritt und er eben noch den netten Menschen, also den ganz normalen Menschen souverän vorspielt. Nee, tut mir leid, die Person kenne ich nicht und warum und so. Und das fast ganz ohne dieses typische Funkeln in den Augen, was man aus anderen Filmen immer kennt, wo du immer genau weißt als Zuschauer, oh, mit dem stimmt irgendwas nicht. Klar, da läuft Michael Winkert rum, mit dem kann schon was nicht stimmen und klar, wir sind am Anfang des Films, da muss was kommen, aber du erkennst es in seinem Spiel nicht. Richtig. Und dann tötet er Art Evans im Fahrstuhl und der Film weiß selber nicht, soll ich jetzt ihn präsentieren oder nicht? Die Kamera geht immer an seinem Gesicht so schnell vorbei, zeigt es zwar einerseits deutlich, andererseits will es aber auch im Dunkeln halten, als ob sie sich während des Drehens noch drüber Gedanken gemacht haben, wollen wir wirklich jetzt schon zeigen, dass er das war, oder wollen wir das im Dunkeln halten, dass irgendjemand anders ihn geschnappt hat? Und danach ist er ja eigentlich nur der Typ, der diesen Juwelenraub durchziehen will. Und mehr Futter kriegt er ja nicht mehr. Das. Aber ich habe was war genau die Motivation für diesen Mord? Klar, die Polizei ist ihm auf der Schliche. Der wusste, oh. Genau, die hatten einen Fehler festgenommen, der ihnen Informationen für einen bevorstehenden Raub bei dieser Person quasi gegeben haben. Oder beziehungsweise bei seinem Cousin, dass sein Cousin mit drin hängt. Und er sich wohl in der Wohnung von seinem Cousin aufgehalten hat. So ganz kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen. Aber ganz ehrlich, was war die Idee, dass er da diesen Polizisten im Fahrstuhl umbringen muss? Es gab keine. Wäre es nicht besser gewesen, er hat damit, einfach gar nichts zu machen und sich zu verstecken? Er hat damit die Ermittlungen noch viel mehr auf sich lenken können, weil sie wussten ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht, was genau vorliegt. Genau, die Polizei wusste eigentlich nichts. Und nachdem er ihn umgebracht hatte und sie ja dann halt auch wussten, dass er da jetzt wohl doch mit drin hängt und er sich dann bei seinem Cousin später beschwert, ich muss verschwinden, die Bullen wissen jetzt alle meinen Namen, so ja, wäre doch schuld. Ne? Ja, klar. Also das ist für mich eine der, ganz ehrlich, das war für mich eine der allergrößten Logiklücken im Actionfilm überhaupt. Und ich fand's massiv. Ich fand's ein massives Loch. Ja, und Winkert spielt die Figur viel stichtiger, als sie im Drehbuch drinsteht. Ja, auf jeden Fall. Da perlend vor die Säue geworfen. Eigentlich hochintelligent, aber auch viel zu impulsgetrieben für so einen intelligenten Typen. Auch zum Ende hin dann. Klar, man muss nicht wie heute, wo wir drauf getrichtert sind, dass jeder Bösewicht eine Motivation braucht und genau ausformuliert ist. Das hat damals keinen interessiert. Aber man sollte sie wenigstens einigermaßen intelligent agieren lassen. Ja. Oder wenigstens das Gefühl davon, dass sie in ihren Handlungen genauso clever sind wie ihr vermeintlicher Plan. Weil das siehst du ja dann bei dieser Geiselnahme, wie er dann doch clever agiert, indem er versucht, den Scharfschützen das freie Schussfeld zu nehmen, wenn sie rauskommen, wenn er mit seinen Geiseln aus dem Juwelier rauskommt und die Die Polizei knallt zuerst mal den falschen Typen ab. Ja, aber auch so eine Drastik. Wo kommt das plötzlich in diesem Film her? Aus dem Nichts, oder? Einfach so eine Gewaltspitze aus dem Nichts. Und das wurde nicht mal groß. Es war folgenlos für den beiden Film. Mord des Drehbuchautors an einer unschuldigen Figur, die aber auch völlig gleich weggewischt wird. Da war kein Drama dahinter. Weil Eddie ja 2 Sekunden vorher den Plan durchschaut hat und geschrien hat, er ist es nicht, und damit war ja alles gut. Ey,
Ja, ne, tut mir halt leid. Also vollkommen inkonsequent. Oh Gott, wir bashen den Film hier gerade in Grund und Boden. Machen wir das. Ich bin auch gerade jetzt unschlüssig, wie ich den Film schlussendlich noch bewerten soll. Aber gehen wir ins Finale. Das Finale holte Michael Rappaport, Figur, kurz an Bord zumindest, mit einem Plan, der, wir wissen halt, wenn der Gute dann so einen Plan hat, meistens wird er so nicht gleich gelingen, weil der Bösewicht muss noch ein bisschen smarter sein und der Gute muss leiden bis zum Schluss. Die Idee war, dass Eddie Murphy, also seine Eddie Murphys Freundin, wurde vom Michael Wincott gefangen genommen, kommt dann und dann zum Lager, komm allein, keine Polizei oder sie ist tot. Was absolut Sinn macht. Ich habe vom Finale nichts mehr gewusst. Ich habe alles vergessen. Das fand ich auch gut. So geht es mir jedes Mal, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, glaube ich. Ja, das ist ganz merkwürdig. Da passiert eigentlich einiges. Da ist einiges ein Budenzauber. Aber du denkst eigentlich nur an die gute Cable-Car-Verfolgungsjagd. Ja. Wenn jemand Metro sagt, dann denkst du als erstes an diese 10 Minuten in der Mitte. Warum haben die nicht irgendwie Eddie Murphys Partner in der Mitte des Films sterben lassen durch diese komische Maschine, auf die Freundin drauf gewesen war? Dann hättest du in der Mitte des Films noch einen richtigen Trigger gehabt, warum der Eddie Murphy, dessen Partner gerade seinen Kopf verloren hat, wegen dem Typen, wirklich quasi seine Freundin hätte nachjagen müssen, die unter Gewalt von dem Michael Wincott war, im riesigen Finale in der Cable Car. Und dann irgendwie beim Pier unten hätte er ihn dann gekillt, irgendwas. Das wäre doch dann eine schöne runde Sache gewesen. Ja, ja gut. Wenn Film reden, den es nicht gibt, zu diskutieren, ist mir ja schwierig, aber. Hab ich hier grad eine Karriere für mich entdeckt. Ich mache jetzt Filme. Hau rein. Geben Sie mir Geld dafür, ich glaube es nicht. Ja, jedenfalls, das Finale. Für mich ein Problem ist immer all dieses, eben die Dame, die gerade, die Damsel in Distress. Das ist für mich so ein Ding, das nervt mich ein bisschen meistens. Das ist einfach, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Der Held muss seine Angebetete retten. Ja, ist halt zu so oft gesehen halt einfach. Ja, und halt massiv besser schon gesehen. Klar. Aber es ist dann allerdings Michael Rappaport dann eigentlich nur kurz dabei, weil er einmal kurz Lippen lesen kann. Und dann hat es auch schön Sinn gemacht. Ja, klar, aber. Ich fand das schön angebaut. Du wusstest aber genau, das kommt noch, spätestens im Finale wird es nochmal gebaut. Es gab einen Grund, warum es aufgebaut wurde zu Beginn des Films. Wie das Foreshadowing am Anfang dann verwendet wird. Ganz normal. Aber das Finale ist dann halt. Es limitiert sich halt dadurch selbst, dass du halt nur diesen einen Gegenspieler hast, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und man auch diesen Hafen, an dem das stattfindet, auch gut nutzt. Und es ist auch schön feurig, also diese Explosion von diesem Fahrzeug, das dann mit Michael Corder drin dann diesen Abhang runter rast. Aber das ist halt auch wieder so, das hat man vorhin schon gehabt, der stürzt dann da runter, keine Szene, in der Eddie seine Freundin wieder in den Arm nimmt, kein Helle. Ja. Corder ist tot, fertig, und du hast noch diese Szene auf Tahiti, allerdings nicht nackt. Nein, nicht nackt. Übrigens gedreht worden in Kalifornien, 30 Kilometer. Ja, ich glaube, das habe ich gleich in 30 oder 60 Kilometer von San Francisco entfernt. Ja, in so einem alten Army-Stützpunkt, wo noch Sand aufgehäuft war, haben sie die ganzen Sachen aufgebaut und haben dann Tahiti nachgedreht. Ey, das kann man ja machen, das kann man alles machen. Ich habe es ja auch nicht gemerkt, ich habe es ja nur im Rahmen der Recherche dann im Nachgang gemerkt. Mir wäre es nicht aufgefallen, obwohl ich natürlich nicht geglaubt hätte, dass die für einen Tag nach Tahiti geflogen wären. Als Kind hätte ich es geglaubt. Als Kind habe ich es auch, als Jugendlicher habe ich es auch geglaubt. Na siehst du, habe ich alles geglaubt. Na, aber ganz ehrlich, man kann das eigentlich das Fazit schon was ein bisschen bringen. Da wurde sehr viel versucht. Es wurden ein paar Dinge gut gemacht, vielleicht sogar richtig gut. Aber vor allem Perlen vor die Säue geworfen. Es ist ein Film mit hohem verschenktem Potenzial. Ja. Auch so kleine Fehler. Wieder die Cable-Car-Verfolgung. Es war eine dumme Idee, die Verfolgung mit einem Cabrio durchzuführen. Weil, also was ich gelernt habe dabei, ist, dass die Stuntleute von Rappaport und Murphy recht stramme Jungs sind. Also die Gesichter hast genau. Du mehr als einmal deutlich gesehen, dass sie das eben nicht waren. Und das hat man auch damals schon gesehen auf dem normalen Bildschirm. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh, auf meinem großen LED-HD-Fernseher würde ich das jetzt wahrnehmen. Ich war da erst gerade brutal überrascht. Ich habe erst gerade Seagals Exit Wounds auf Blu-ray gesehen zum ersten Mal.
Und da zu Beginn explodieren ja einige Autos auf der Brücke. Mhm. Und man sieht da total offensichtlich, dass da einfach Puppen drin sitzen. Und das hat mich dann irgendwie völlig aus dem Film rausgeholt. Gerade ich so, hä? Das war mir so nie aufgefallen. Das habe ich bei einem anderen Film. Ich gucke ja gerade als, ich weiß nicht, wie zeitlich es laufen wird, ich gucke ja gerade eine berüchtigte Comedy-Reihe für einen anderen Podcast. Die Police Academy-Reihe. Wunderbar. Und auch in Teil 5, da gibt es ja die Verfolgung mit diesen, durch die Everglades, mit diesen, mit diesen Gleitbooten. Ja, Police Academy 5 ist einer meiner Lieblings-Police Academy-Teile. Okay. Ja, ich weiß, das erschreckt viele Leute, aber ich mag den total. Ich weiß, was du meinst. Ich fühle dich irgendwo noch, also er ist nicht meiner, aber ich kann mir vorstellen, woher das kommt. Also ich mag den mehr als 4 und auch mehr als 3 irgendwie. Ja, okay. Und hätte noch mehr Honey gehabt, wäre vielleicht sogar mein Zweitliebster. Ja. Aber wir sind ja bei Metro. Nur worauf ich halt hinaus wollte, auch da gibt es dann zum Schluss eine Szene, in der ein Gleitboot zwischen zwei Booten entlang springt. Du siehst eine totale, und du siehst auf den beiden Booten, die das eine Boot aufhalten sollen, siehst du, dass die Person, die vorne sitzt, sind ja immer zwei Leute, immer vorne einer, hinten einer, dass die vorne, dass das beides Puppen sind, die sich nicht bewegen. Oh. Ganz heftig. Okay. Ganz heftig. Ja. Die sind aber auf DVD, DVD-Version, oder? Nee, ich hab die Blu-ray. Okay, eben, das heißt, das Bild ist sogar noch schärfer, noch besser. Und das hilft dann natürlich nicht bei Elternproduktion, dass man Fehler übersieht. Also Empfehlung, wer Police Academy haben will, es gibt die große Blu-ray-Box über Amazon, auch mit deutschem Umfang, mit auch deutschem Ton, die kostet 50 Euro. Ich habe die italienische genommen, da ist auch die deutsche Spur drauf, hat mich 22 Euro gekostet, nur so nebenbei. Okay, ich habe noch die DVD-Box, aber jetzt habe ich gerade Bock, auch mir die andere zu holen. Ach, warum muss ich mit dir sprechen heute? Bringst du Geld auszugeben? Ja, wir waren bei Metro. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch was Erwähnenswertes zu Metro? Habe ich. Ja, mein Fazit würde zu Metro. Viel fällt mir jetzt aus dem Film selber nicht ein, weil wir haben das große Problem halt runtergerasselt. Das Paradoxe dabei ist aber für mich gewesen, wieder mal während des Guckens, ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Weil der ständig hin und her springt und du eigentlich irgendwie gar nicht weißt, in welcher Stimmung ich mich gerade befinde, langweile ich mich nicht eine Sekunde. Sobald der Film fertig ist und das Nachdenken einsetzt, fragst du dich dann, was für ein Trümmerhaufen wäre jetzt zu negativ, aber... Was für ein belangloses Werk? Belangloses Werk wäre jetzt zu gleichförmig. Ich will da, dass du halt... Der Film sieht aus wie... mehrere Platinen, die du aufeinander setzt, die Lücken haben, die dann ineinander rutschen, und dann hast du eine glatte Linie. Leider hast du oben und unten dann immer was hängen bleibt, was dann aber verschwindet. Verstehst du, was ich meine, wenn ich das jetzt so sage, ja? Das fängt dann immer mit Komödie an und plötzlich bist du dann beim Actionfilm und du siehst dann auf der Platine oben drauf liegen dann die Reste von dem eigentlichen Actionfilm, den man bis dahin gedreht hat. Mhm, wenn ich das jetzt, ich hoffe, das ist für die Hörer jetzt anschaulich gewesen. Die werden es schon verstehen. Und was noch übrig bleibt, ist, sag mal, kannst du dich noch erinnern, waren orangene Klamotten in den 90ern so in gewesen? Ich weiß noch, dass Will Smith, ich meine zu wissen, dass Will Smith in Men in Black, hatte der nicht nur orangene Hosen oder was Oranges an? Men in Black ist einer dieser Filme, keine Ahnung. So egal. Also Man in Black ist einer der egalsten Filmreihen, die es gibt. Oh, krass. Okay, gut. Sprechen wir nächstes Mal darüber. Orange, aber es stimmt, die Farbgebung des Films, ich fand die auch ein bisschen speziell irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie die Farben haben mich nicht so ganz abgeholt. Der ganze Film hat ja so einen braunen, rostigen Look. Und dann hat Eddie Murphy am Anfang diesen orangenen Pulli an. Oh Gott, jetzt rede ich über die Klamotten von Eddie Murphy. Und kurz vor Ende trägt er dann so einen braunen Pulli, wo er dann ein orangenes T-Shirt drunter trägt. Das ist die Aber er hat das ausgesucht. Damals. Ja, das ist das Einzige, was dafür spricht, dass der Film von vorne nach hinten durchstrukturiert ist, ist die Optik, ist der Look. Ja, stimmt. Und Eddie Murphys Haare, die haben mich kaputt gemacht. Die haben mich komplett kaputt gemacht. Das war so eine doofe Frisur, diese kleinen Mini-Spitzen, die er da hatte. Das
Ja. Hast du ihn im Original oder auf der deutschen Tonspur geguckt? Ich habe ihn auf dem Deutschen geschaut, weil ich ihn schon damals im Deutschen geschaut habe. Hast du Original? Nee, ich habe auch auf Deutsch geguckt und ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem. Wenn ich ihn nochmal gucke, werde ich ihn mir mal im Original angucken. Vielleicht wirkt er dann auch weniger komödiantisch auf mich. Denn du hast natürlich wieder mal Randolph Kronberg, der ihn ja seit den 80ern immer gesprochen hat, obendrauf. Und ja. Kronberg legt ihn ja immer sehr quäkig so ein bisschen an. Ja, aber das passt für mich halt auch. Eddie Murphy ist für mich diese Stimme. Ja, aber sie ist halt wirklich sehr komödiengeprägt. Es ist schwierig, ihn dann, dann da als ernste Figur dann anzunehmen, sodass ich fast schon glaube, dass manche Szene vielleicht weniger humorvoll im Original wirkt als durch Kronbergs tolle Stimme. Er hat ihn immer über die Jahre toll gesprochen, ist ja auch mittlerweile leider verstorben. Leider. Aber er kann halt dann auch nicht so ganz aufs, er hat es nicht so ganz geschafft, wie es beispielsweise in Danneberg bei Arnold oder so schafft, ihm die Ernsthaftigkeit zu geben, die vielleicht gebraucht wurde. Er ist dann zu sehr Murphy und zu wenig Scott Roper. Ja, das ist leider so, das stimmt. Aber einfach sagen, Eddie Murphy, finde ich, hat das sehr gut gemacht. Ich finde, er hat toll abgeliefert. Ich kann ihm nichts vorwerfen. Eddie Murphy hat das alles grundsouverän, auch die Action-Szenen, auch die harten Szenen. Er hat diesen Mix für sich gut hinbekommen und der Rest scheitert effektiv am Film, am Drehbuch. Ja, oder? Meiner Meinung nach. An Murphys Ego, weil er selber nicht wusste, was er manchmal macht. Das, was er macht, das macht er vielleicht gut. Aber nach dem Film hätte ich wirklich Lust gehabt, Murphy mal wirklich in so einem harten Kopffilm mal zu sehen. Also ein richtiges, düsteres Gangster- oder Action-Drama. Vielleicht bekommen wir das noch. Eddie Murphy ist auch, glaube ich, 60 Jahre alt jetzt, oder? Und ich, eben die Gerüchteküche sagt ja, Beverly Hills Cop 4 könnte jetzt wirklich noch kommen. Ja. Das könnte auch für Eddie Murphy nochmals so ein Wake-up-Call sein, hey, jetzt will ich mal noch was zeigen. Ja, vielleicht. Ich traue es ihm, ich rechne nicht damit. Aber die Möglichkeit besteht. Soll ja gedreht werden von den beiden Jungs, die ja Bad Boys 3 gedreht haben. Mhm. Ein Film, der leider beim zweiten Mal gucken ein bisschen verloren hat, aber beim ersten Mal fand ich den sehr angenehm, weil die beiden halt auch das gedreht haben, was sie halt in den 90ern gern gemocht haben. Das sind 90er Kids, die den Film gemacht haben. Beim zweiten Mal gucken sind mir dann doch ein paar Schwächen mehr aufgefallen, dass er ein paar Probleme hat. Aber mit dieser Attitüde, einen vierten Beverly Hills Cop zu drehen, stehe ich definitiv sehr, sehr positiv gegenüber. Also da steckt Potenzial drin. Das Problem ist allerdings, dass wir einen Eddie Murphy haben, der sein eigenes Franchise ausschlachten will. Und ich habe Coming to America 2 gesehen. Und dass das Ding ein Verrat an dem Original ist, ist meiner Ansicht nach unbestreitbar, dass ich Angst bekomme, dass wenn er wieder zu viel Einfluss auf den Film nimmt, dass es schief geht. Aber ich denke mal auch, weil er sich eine ganze Weile jetzt hinzieht, werden da auch viele, viele Gespräche über die Ausrichtung des Films gerade geführt. Ja. Und es gab ja, die haben ja schon, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, die haben schon einen Piloten für eine für eine Beverly Hills Cop Serie gedreht, mal vor ein paar Jahren. Da gab es Planung, ich glaube, der ist aber nie irgendwo versendet worden. Ich meine, der wurde gedreht, aber wurde nie gezeigt, das wurde gleich mal eingestampft. Das kann sein, ja. Und hätte er da noch mitgespielt? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich will jetzt kein Halbwissen. Ich kann mich erinnern, dass es die Gerüchte gab zur Serie. Ich meine, dass man auch die Kameras hat laufen lassen, aber wie weit es dann geführt wurde, also dass man fertig gedreht hat oder dass man halt gleich gesagt hat, da scheint wenig Interesse zu bestehen und man hat es in den Giftstrand gelegt. Ich meine, die LA's Finest, der Ableger von Bad Boys mit Gabriel Union und Jessica Alba, hat es ja auch immerhin auf 2 oder 3 Staffeln sogar geschafft. Stimmt. Lief das hier bei uns? Also in Deutschland, ich glaube auf einem dieser Kabel-Pay-TV-Sender sowas à la Join oder RTL Now oder irgendwas. Ich habe jetzt effektiv diese Serie komplett verdrängt, bis du sie erwähnt hast. Ich habe noch nie eine Folge gesehen. Ich wusste nur, sie wird... Oh krass, die ist draußen. Okay, muss ich mal schauen. Ist mittlerweile, wie gesagt, nach 2 oder 3 Staffeln auch wieder eingestellt worden. Aber immerhin. Ne? Ja. Lethal Weapon auch, oder? Die Serie. Ja gut, ist auch schon hat ja ganz andere Probleme gehabt. Ja, klar. Aber trotzdem einfach, dass das Zeug, das kommt dann und dann wird es... Ja. Hey. Wir sind alt, wir können nicht mehr alles aufsaugen, was um uns herum geschieht. Dafür gibt es mittlerweile zu viel Content.
Das ist so, aber ich habe jetzt ganz viele Filme von PM Entertainment, die ich jetzt mal konsumieren muss in nächster Zeit. Da, das heißt, es kommt viel Trash. Ja, ich weiß ja was, leider die falschen, aber naja. Du wirst mir einfach nach jedem Film eine Nachricht schicken, damit ich dir helfe einzuordnen, wo wir uns gerade in der Karriere befinden. Genau, genau. Jetzt zu diesem Film, ich bewerte ihn einfach folgendermaßen, Daumen zur Seite, da wurde vieles richtig gemacht, noch viel mehr falsch, aber es ist ein unterhaltsames Werk. 90er Jahre Action, ein paar tolle Szenen, Cable Car, Eddie Murphys Frisur, kann man so mal stehen lassen, vieles um zu diskutieren, kein völliger Vollflop, was auch das Rating auf IMDb ist 5,5, genau, da würde ich ihn einordnen etwa, das passt für mich perfekt, ja. Daumen zur Seite. Du, geh ich mit, es war jetzt keine Offenbarung, den jetzt wieder zu entdecken, Ich ärgere mich nicht, den zu gucken zu haben. Ich bin ja tendenziell sowieso immer ein bisschen positiver eingestellt als andere, weil ich sage, ich gehe einen Vertrag mit einem Film ein und ich suche dann mit Gewalt, wirklich mit Gewalt, das Positive im Film, weil ich mir einfach danach, glaube ich, nicht eingestehen will, jetzt hier anderthalb Stunden Lebenszeit verschwendet zu haben. Also erfreue ich mich an der Cable Car Verfolgung, an ein paar sonsten guten Einzelelementen, an schöner Pyrotechnik zum Finale und den Rest bespreche ich hier im Podcast. Also ich gebe keine Empfehlung raus, die ihn kennen und dasselbe Gefühl haben, wie ich es am Anfang beschrieben habe, so aufgrund der Empfehlung. Sucht euch mal einen schönen verregneten Tag raus, mal so nachmittags zum Nebenbei beriesen lassen, wenn ihr einen Stapel Bügelwäsche habt oder sowas, dann baut das Bügelbrett vorm Fernseher auf und lasst ihn rennen, während ihr eure Wäsche macht. Absolut, da gehe ich doch gleich mit. Cool, ich hab Bügelwäsche, kannst mir gerne helfen. Ja, nein, du wohnst zu weit weg, ich kann nicht. Ach, komm. Wir haben noch ein Quiz zu lösen. Ja. Ich wiederhole mich gern nochmal. Also die Hauptfigur lässt folgende beiden Sätze auf die Menschheit los. Ich hab da so ein Jucken da unten. Hätten Sie die Güte? Und auf Englisch, I've got a little itch down there. Would you mind? Yep. Wie gesagt, bin jetzt während des Gesprächs nicht ganz dahinter gekommen. Es juckt auch bei mir. Es juckt auch bei mir. Jetzt gehen die Leute schon mal. Also die es wissen, auf. Freuen sich jetzt einen Ast und zeigen mit einem nackten Finger auf mich. Ja, die finden es geil. Es ist eine Figur, die gefesselt ist, die sagt. Ja, auch das habe ich vor mir. Die Figur ist nackt. Die ist richtig nackt. Ist es wirklich Casino Royale? Ja, natürlich. Stimmt, ja. Ja. Natürlich. Ich habe gedacht, das ist fast zu einfach, uns zu bringen, aber ich bin froh, vielleicht auch durch meine Intonation, hat es natürlich ein bisschen gequält, der gesagt, I got a little ja, ja, ja. Damit hast du mich vorgeführt. Mit der gefälschten Interpretation. Ja, ich wollte dich nicht aufs Glatteis führen, ich wollte es ein bisschen schwieriger gestalten, denn du bist, weißt du, gewisse Menschen muss man fordern und du brauchst es schwierig. Ja. Du bist da wenigstens ehrlicher als meine Tochter. Kleine Anekdote. Die hat mir mal ein Bild gemalt von einem Tier. Hat mich gefragt, was ist denn das, Papa? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, oh, vier Beine, langer Schwanz, zwei Fühler auf dem Kopf. Was könnte das sein? Guckt sie mich an. Naja, die zwei Fühler habe ich mir ausgedacht. Ich wollte es ein bisschen schwerer machen. Danke, mein Kind. Ich glaube, deine Tochter wird mal eine großartige Podcasterin. Davon kannst du ausgehen. Ich sehe es schon, ich höre es schon. Markus. Dominik. Zum einen vielen lieben Dank, dass du bei uns gewesen bist. Immer wieder eine Ehre, deine Glatze bei uns zu haben. Und für alle, die es nicht wissen, der Markus, also es ist fast kaum zu glauben, dass ihr es nicht wisst, wenn ihr uns regelmäßig hört. Der Markus ist für unseren Bruder, Schwestern, Onkel, was auch immer, Podcast Bullet und Fist. Da betreibt er mit Podcast-Legende Tom Burgas ein eigenes Ding. Und magst du gerade was erzählen, was ihr da gerade so macht? Ja, also mein aktuelles Projekt ist, dem Tom die Flausen auszutreiben, dass er als Podcast-Legende gilt. Denn seitdem er das macht, ist er so abgehoben, dass ich jedes Mal stundenlange Vorgespräche mit ihm machen muss, bevor wir loslegen. Und wenn ich das geschafft habe, sind wir jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir unsere Friendly-Franchise-Reihe über die Chiller-Tatorte beendet, die auch demnächst online gehen oder vermutlich auch online gegangen sind, dann hoffentlich schon, wenn dieser Cast hier online geht. Und dann wird bald, ja,
die Retourkutsche folgen, in denen der liebe Dominik bei uns mal ein Gastspiel gibt, wo er zusammen mit Tom sich einem anderen großen Actionhelden der frühen 2000er, also einem Actionwerk eines Idols der 90er aus den frühen 2000ern widmen wird. Ja, da haben wir ganz spontan ein riesiges Meisterwerk namens Collateral Damage auseinandergenommen, richtig? Oh ja, ich arbeite mich ja gerade durch den Schnitt und ich habe sehr viel Freude. Also wir hatten, ganz ehrlich, wir hatten beim Podcast mehr Freude als beim Film, aber wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Jedenfalls, Leute, abonniert Bullet und Fist auf allen Kanälen, die ihr könnt. Der Markus ist da der Social Media Beauftragte. Bombardiert ihn mit Nachrichten, sodass er nicht mehr zum Arbeiten kommt. Das hat er ganz viel Freude. Das ist euer Nachteil, dann gibt es keinen Podcast. Absolut, dann macht besser. wie gesagt, er gibt 5-Sterne-Bewertung für Bullet und Fist, gibt 5-Sterne-Bewertung für Fratzengeballer auf Apple iTunes Podcast und dann sind wir alle glücklich und wir haben ein friedliches Leben. Wow. Und sehen uns auf Tahiti. Ja. Kauft ordentlich Toblerone, damit der Dominik weiterhin Geld in der Wirtschaft der Schweiz hat. Toblerone, für uns Schweizer ist Toblerone die Trash-Schokolade. Das ist der Film, oder? Das machen wir ja nur, damit die Leute im Ausland denken, oh, die großartige Schweizer Schoki, Toblerone. Nee, wir haben das richtige Zeug, ist bei uns nicht das Dreieckige, das ist das Flache. Mhm. Ja, also wenn wir uns mal sehen, Markus, dann gebe ich dir Ich habe das schon als hinterhältigen Versuch gegen meinen Gaumen und gegen meine Zähne eingeordnet. Ja, macht ihr gerne. Aber wir haben auch ein Abkommen mit Zahnarztvereinigungen, dass da diese Schokolade produziert wird. Ja, das ist ganz klar. Ja, bevor wir zum Zahnarzt-Podcast werden, Markus, vielen lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Me too. Macht's gut da draußen. Bis bald. Tschüssi.